Gefängnis als Neustart macht Knast krimineller. Okay, hier geht's scheinbar um ein Frauengefängnis. Mich würde wirklich mal interessieren, wie viele Frauen sitzen hinter Gittern im Vergleich zu wie vielen Männern aktuell? Ja, das muss gegoogelt werden. Was? Niemals. Es sind 3300 Frauen in ganz Deutschland aktuell und 56.000 Männer. Was ist das denn für ein Verhältnis? Wenn ich mir überlege, dass ich in diesem Zimmer drin bin und alles, was ich sehe nach draußen, sind diese Gitter, die davor sind, wird mir schon ein bisschen mulmig zumute irgendwie. Sitzen sowieso schon alle hinter den Fenstern und beobachten uns. Es sind nicht mal Stahlgitter, es sind so Betongitter. Du wurdest wirklich einbetoniert. Das wird es mir sogar noch schlimmer machen. Das Gebäude ist sogar geschlossen. Es sind keine Gitter angebracht, so das ganze Gebäude schließt mich ein. Im Gefängnis passiert nichts, ohne dass man beobachtet. Fassade. Man kommt an und denkt, das war's. Das war's für immer. Dann wird entschieden, wann du isst und wann du das machst und das machst und wann du duschen gehst. Und dann gehst du aber in die Zelle rein, dann machen die auch zu. Also dann ist das so. Und dann guck mal, wie du damit klarkommst. Ja, das würde mich richtig bringen. Ins Gefängnis. Ich war noch nie in einem Gefängnis und ehrlich gesagt weiß ich auch nicht so richtig, was auf mich zukommt. Wenn ihr an das Wort Gefängnis denkt, woran denkt ihr denn da? Schreibt mir das. Sonne, Strand, Urlaub, Spaß, Vergnügen. Schreibt in die Kommentare. Wir haben jetzt eben vorne an der Pforte schon unsere Handys abgegeben und unsere Personalausweise. Sie heißt auf Instagram Lisa-Sophie. Irgendwie ist das interessant. Sie hat Bindestrich ausgeschrieben. Es gibt ja einige Dinge, die wir nicht filmen dürfen. Hallo, Herr Sander. Hallo, Frau Schauer. Das ist ja ein Hochsicherheitsgefängnis hier. Was genau bedeutet denn das? Ja, wir sind eine Anstalt des geschlossenen Vollzuges. Geschlossener Vollzug bedeutet, wir haben Sicherungsmaßnahmen. Man sieht, wenn man reinkommt, sieht man eine hohe Mauer. Man sieht Wachtürme an jeder Ecke. Er ist perfekt gemacht für diesen Beruf. So, allein von der Tonlage, von der Haltung, von allem. Richtige Berufswahl. Ja, besetzt sind. Wir haben Stacheldraht, NATO-Sperrdraht, überall ist, weil die Gefangenen, die hier untergebracht sind, fliehen wollen. Was haben denn die Gefangenen hier so verbrochen, sag ich mal? Wofür sind die hier inhaftiert? Wir haben Umweltverschmutzung und so weiter. Alle Arten von Strafe. Wir haben erstmal Untersuchungsgefangene, das heißt, die sind noch gar nicht verurteilt. Wir haben dann auch welche, die eine Ersatzfreiheitsstrafe verbüßen. Das heißt, die haben zum Beispiel eine Geldstrafe nicht bezahlt, die sitzen hier. Aber wir haben natürlich auch einige Kapitalverbrecher bis hin zu Mördern und Mehrfachmördern, die verurteilt hier eine lebenslange Strafe einsitzen. Mhm. Hier geht's in den Frauenbereich. Ah, ist aufgeteilt. Okay, ich dachte, es wäre ein komplettes Frauengefängnis. Das hier ist ein sogenannter Freistundenhof. Einmal am Tag haben die Gefangenen, männlich wie weiblich, das Recht für eine Stunde den freien Himmel zu genießen. Für mich ist das gerade, muss ich sagen, schon ein bisschen surreal irgendwie, hier diese Fenster zu sehen mit den Nummern, die da drüber sind. Wenn ich mir überlege, dass ich in diesem Zimmer drin bin und alles, was ich sehe nach draußen, sind diese Gitter, die da... Wenn man das Fenster nennen kann, das sind Luftlöcher teilweise nur. Da wird mir schon ein bisschen mulmig zumute irgendwie. Man kann wie wenn du so Tiere transportierst und du stichst so ein paar Löcher an den Seiten rein. Kann man gar nicht. Damit die gerade noch so überleben. Drüber gucken, ne? Wenn ich mir hier diese super schwere Tür angucke. Und es ist ja auch nicht so viel Platz hier in diesem Innenhof. Es ist weniger als auf meinem Schulhof damals. Mhm. Ich fühle mich schon auch ein bisschen eingeengt, wenn ich mir überlegen würde, dass das so der einzige Raum ist, wo ich mal nach draußen gehen kann. Ja, das. Was hast du von einem Gefängnis erwartet? Hinter den Fenstern und beobachten. Ja, gut. Im Gefängnis passiert nichts, ohne dass man beobachtet wird. So, dann melde ich uns mal eben an. Das ist genau wie im Film hier. Wie das angeordnet ist mit dieser Glas. Ich wusste, dass sie da auch was dazu sagen wird. Es gibt so einen Schreibstil im deutschen Sprachgebrauch, das hatten wir damals in der Schule. Also man kann entweder einen Moment sehr ausführlich beschreiben, so eine Sekunde, einen Augenblick kann man richtig auf mehreren Seiten ganz detailliert beschreiben oder man kann halt mehrere Jahre in kürzester Zeit beschreiben. Und sie macht genau das. Aus einem Moment, sie erklärt alles, sie beschreibt es. Diese Tür wirkt auf mich so, das wirkt auf mich so. Wüsst du gerne, wie dieser Stil heißt, vergessen. Und dann hat man hier diesen sehr breiten Gang mit den Gefängniszellen. Und ich habe aber gedacht, dass es irgendwie so ein Gefängnis aus einer alten Zeit ist und dass Gefängnisse heutzutage nicht mehr so aussehen. Aber anscheinend schon. Okay. Was genau ist das jetzt hier für eine Abteilung? Das ist die Abteilung A. Das ist für uns eine besondere Abteilung im Grunde genommen. Es kommen ausgesuchte Gefangene dahin, die zum einen
gemeinschaftsfähig sein müssen, drogenfrei sein müssen. Das heißt nicht, dass sie nicht drogenabhängig sein dürfen, aber sie dürfen hier halt nicht konsumieren. Die Franziska, die ja sich bereit erklärt hat, heute mit uns zu sprechen, die ist in dieser Abteilung, oder? Ja. Okay, das sagt schon mal ein bisschen was über sie aus. Die laufen hier einfach rum. Ja, die können hier rumlaufen. Wo geht's jetzt hin? Letzte. Hallo. Okay, das dachte ich mir schon. Hallo. Sehr einladend aus, um ehrlich zu sein. Franziska, hi. Es freut mich sehr, dich zu kennenzulernen. Ja, danke. Und dann können wir mal in meine Bude gehen. Ja, gerne. Klein, sehr klein, sehr einfach alles. Okay. Und die Toilette hier mitten im Zimmer, das ist das Erste, was mir auffällt. Ja. Zu, man muss ja ein Klo haben. Da muss man sich so ein bisschen dran gewöhnen. Das ist so ein bisschen, ne? Auch wenn man dann irgendwie, wenn bei jemand hier ist oder so, das ist immer so ein bisschen, Ansonsten ist das sehr einfach. Ich gucke mich mal ein bisschen um, bitte, wenn ich da. Alles gut. Also ich habe jetzt auch ein paar Sachen abgehangen, die einfach sehr. Das sieht irgendwie so gemütlich aus, wie sie es eingerichtet hat. Auch hier so dekorativ und diese Wand hier und sowas. Das ist halt so wieder so ein Unterschied zu Männern. Bei denen wird es safe ganz anders aussehen. Deutlich rustikaler und nicht so heimisch irgendwie. Es wirkt wie ein Zuhause irgendwie ein bisschen. So diese Einrichtung. Kann man nicht miteinander vergleichen, aber mir gibt das ein bisschen so Studentenwohnheim-Vibes. So von dem, wie groß der Raum ist. Man fängt halt irgendwann an, sich das wohnlich zu machen, weil es ist sonst sehr kahl, sehr karg. Das macht es halt dann irgendwann immer einfach netter. Nur der einzige Unterschied ist, im Studentenwohnheim sind die Fenster nicht vergittert. Ja. Ne? Was fragt sich jetzt jeder, was hat diese Dame verbrochen? Weil sie wirkt ja so cool und lässig und nett. Also natürlich nur, weil du im Knast bist, heißt es nicht, dass du nicht nett sein kannst. Du kannst auch wegen Steuerhinterziehung da sitzen. Jemand, der Steuern hinterzogen hat, ist halt auch wahrscheinlich sehr korrekt. Sagt nichts über seinen Charakter aus, meiner Meinung nach. Sieht man irgendwann nicht mehr tatsächlich. Du blendest das aus, oder? Ja, komplett. Also das fällt einem gar nicht mehr auf. Vergisst du manchmal, dass du hier nicht rauskommst? Ich kenn's ja nicht mehr anders. Also nach 3 Jahren ist es halt so völlig normal. Gewerbsmäßigen Betrug so 6 Jahren. Wow, 6 Jahre. In welchem Stil hat sie denn betrogen? Das muss ja ein Riesending gewesen sein. Bei sowas zum Beispiel, sage ich euch ganz ehrlich, juckt mich gar nicht. Hätte sie jetzt ältere Menschen betrogen, ist was ganz anderes. Dann wäre die Strafe aber wahrscheinlich sogar noch geringer gewesen. Aber wenn du Firmen betrügst oder Versicherungen oder was auch immer, ohne Spaß, das juckt mich gar nicht. Ich werde diese Menschen gar nicht schlechter sehen als andere, auch wenn sie 10 Jahre hinter Gittern waren. Da habt ihr meine Moralvorstellung. Das ist irgendwann. Wie war das am Anfang für dich? Ganz merkwürdig. Aber also, verrückt. Fast 7 Jahre. Da hat jeder, glaube ich, dieses Tief, wo er einfach dann auf seinem Bett sitzt und heult und auch einfach nichts anderes macht. Was sind so die ersten Fragen, die man den anderen stellt? Ist es so, wie ich also mir das vorstelle, so ganz klischeehaft, so wofür bist du hier oder so? Ganz am Anfang, ja, damit hört man auf, weil irgendwann interessiert es nicht mehr. Irgendwann wird es ganz normal, so okay, wo arbeitest du, was machst du, wie draußen. Kannst du das überhaupt ausblenden, wenn dir jetzt jemand erzählt, ja, er hat jemanden umgebracht? Ja, also es ist wirklich irgendwann egal, weil das macht dem Menschen keinen, also es macht einfach keinen Unterschied. Ich glaube, hier ist vielleicht ein ganz guter Zeitpunkt, dass du mir mal deine Geschichte erzählst und warum du hier bist. Damit das nicht so über den Flur schallt. Bevor sie erzählt, erzähle ich euch erstmal was, Leute. Ich habe einen eigenen Tischkalender rausgebracht, der euch die Laune verschlechtern soll. Dieses Jahr wird besser, in Klammern wird es nicht. Also es ist ein Tischkalender fürs Jahr 2025. Hier noch ein kleiner Einblick. Es ist nie zu spät, um alles noch schlimmer zu machen. Schreibt euch das hinter die Ohren. Obwohl, ihr müsst euch nicht hinter die Ohren schreiben, ihr müsst nur den Kalender kaufen, dann habt ihr es auf eurem Tisch. Im Februar zumindest. Okay, genug Einblicke. Link ist in meiner Bio unten. Guckt euch gerne mal an. Wenn das beklemmt für euch ist, können wir das Fenster aufmachen oder so, ne? Alles gut. Wie hat das denn mit dem Betrug bei dir angefangen? Also ich habe ganz klassischen eBay-Betrug gemacht, sagt man dazu. Also ich habe wirklich was ins Internet gestellt und habe es nicht verschickt dann. Mhm. Das fängt irgendwie an mit so, man hat irgendwie 2 Anfragen und denkt sich, ach komm, einer von beiden passt schon, lässt du mal parallel laufen. Und so rutscht man dann da rein und dann ist es ein sehr einfacher Weg, an Geld zu kommen tatsächlich. Also du hast am Anfang Dinge auf eBay reingestellt, also wirklich Dinge, die du... Da muss doch noch mehr passiert sein. Und dann hast du sie an 2 Leute verkauft sozusagen. Genau. Und irgendwann dann die Kurve nicht mehr gekriegt, sagen wir es mal so. Beim allerersten Mal war es eine Handtasche, später waren es dann tatsächlich überwiegend Staubsauger. Staubsauger? Ja, es waren überwiegend Staubsauger. Okay, ich will noch nicht zu früh urteilen. Was kommt da noch? Zur Verurteilung. Also ich muss dazu sagen, ich habe auch schon mal eine Bewerbung bekommen, so ist es nicht. Mhm. Und hast dann aber trotzdem weitergemacht? Genau, habe trotzdem weitergemacht. Okay, okay. Und dann hat ein Richter gesagt, jetzt reicht's. Also, du gehst jetzt mal in Haft. Dann sitzt man halt da und hat halt, wenn es doof läuft, irgendwie 12, 13 Fälle. Und dann kommt schon einiges zusammen. Also bei gewerbsmäßigem Betrug reden wir pro Fall von 6 Monaten bis 10 Jahren.
Oh, Fall. Oh mein Gott, ey. Leute, ohne Spaß, das ist für mich lächerlich. Okay, sie hat 13 Mal wahrscheinlich einen Staubsauger an zwei Leute verkauft. Okay, sie hatte vorher Bewährung, ich verstehe. Aber ohne Spaß, sowas. Die war noch gar nicht im Gefängnis und dann direkt fast 7 Jahre. Gib dir 4 Jahre, 3 Jahre. Gib dir die Chance, wieder früher rauszukommen, wenn sie sich gut anstellt und sowas. Aber 7 Jahre deines Lebens, weil sie auf eBay Leute abgezogen hat, mit einem Staubsauger und so. Ich weiß nicht, oder? Aber eine Sache muss ich zurücknehmen. Ich habe es vorher falsch verstanden. Ich dachte, gewerbsmäßiger Betrug ist, dass sie Gewerbe betrogen hat, also Firmen. Aber nein, sie hat es einfach so gewerbsmäßig betrieben, also wirklich so strukturiert und mit Aussicht auf Profit und so. Also sie hat schon Privatpersonen abgezogen, das ist jetzt wieder ein bisschen was anderes. Dennoch bin ich 7 Jahre schon sehr hart. Aber wer weiß, wie oft sie verurteilt wurde oder wie viele Fälle es dann wirklich waren im Endeffekt. Sie sagt jetzt 13, wer weiß, wie viel es waren. Oder welche Summen dabei rumspringen. Also wenn es dann kein Staubsauger war oder wenn es ein Staubsauger für 1000 Euro war und du hast so eine Familie abgezogen, die kaum Geld hat. Ja, obwohl eine Familie, die kaum Geld hat, kauft sich keinen Tag Staubsauger für 1000 Euro. Ich weiß nicht, Mann. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Aber ich halte etwas davon. Ja. Wie war das für dich, als du dann irgendwann gekommen bist? Also man kommt an und denkt, das war's. Das war's für immer. Du gehst durch diese Pforte und dann ist vorbei. Und dann ist das natürlich erstmal total unreal und auch irgendwie aufregend und so, ne? Boah, krass. Und dann kommt man irgendwann auf den Boden der Tatsachen. Weil dann wird entschieden, wann du isst und wann du das machst und das machst und wann du duschen gehst. Und dann gehst du aber in die Zelle rein, dann machen die auch zu. Also dann ist das so. Und dann guck mal, wie du damit klarkommst. Verrückt. Wenn man auf einer geschlossenen Abteilung... Man durchläuft bestimmt sehr viele Phasen, wenn man da verurteilt wird. Weil am Anfang hast du ja noch die Hoffnung, okay, vielleicht komme ich hier doch noch raus. Vielleicht wendet sich noch alles zum Guten und dann kommt das Urteil, Gefängnis. Und ab dann sich damit abzufinden, dass du dann weg bist, das ist das Schwierigste. Weil du bist noch in Freiheit, du hast noch deine Freunde, du hast noch deine Familie. Aber ich denke, so eine Woche, wenn du eine Woche drin bist, einen Monat drin bist, dann musst du dich damit abfinden. Du hast ja keine Wahl. Dann fällt es einem auch immer einfacher. Aber ist man 23 Stunden auf der Zelle und kann eine Stunde in die Freistunde. Und das war's. Boah, krass. Ja. Und man hat 23 Stunden in so einem Ding drin. Ja. Yeah. Und am Anfang hat man ja auch kein Geld und kein gar nichts. Also man hat auch keinen Fernseher und nichts. Du bist einfach in einem Raum drin, da steht ein Bett. Ja, und wenn du Glück hast, hast du ein Buch. Boah, wenn du mir das erzählst allein schon, da zieht sich bei mir alles zusammen. Und dann 23 Stunden am Tag. Ich würde safe als Mönch wieder rauskommen. Ich würde so meditieren den ganzen Tag und über mich nachdenken, über alles in meinem Leben, über mich selbst, philosophieren. Oder ich würde 3000 Liegestütze am Tag machen und rauskommen wie ein Monster und dann noch mehr Straftaten begehen. Hi. Also, das ist unsere kleine Küche. Okay. Ja, wir haben 14 Frauen sind inhaftiert. Das ist ja interessant. Oh, okay. So einen Kühlschrank habe ich auch noch nicht gesehen. Hättet ihr euch vorgestellt, dass ein Kühlschrank so aussieht in der JVA? Also da hat quasi jeder sein Fach. Mhm. Okay, immerhin kann nichts geklaut werden dann noch von einem Kühlschrank. Schmand, Brokkoli. Was habe ich noch? Champignons und Margarine. Also das ist zumindest was ich immer einkaufe eigentlich. Mhm. So, wir kochen halt viel selber hier auf A. Mhm. Okay, das ist dann euer Herd, wo ihr kocht? Genau, nur Messer haben wir nicht. Von was für einem Geld kaufst du dir die Sachen? Von dem Geld, was ich verdiene tatsächlich. Also wir verdienen Summe X. Mhm. 4/7 gehen immer aufs Ü-Geld, das bis zur Entlassung halt angespart wird. Und der Rest ist mein Hausgeld. Okay. Und davon kann ich einkaufen. Weiter? Ja, weiter. Okay, dann haben wir unseren A-Raum. Interessant. Fernseher und Kaffeemaschine und... Und Spiele hat der auch. Mein Lieblingsspiel. Also ganz ehrlich, es ist natürlich nicht zu vergleichen mit dem echten Leben draußen. Du hast halt keine volle Freiheit mehr, aber die Verhältnisse sind trotzdem gut, Digga. Also ohne Spaß. Davon träumen andere Länder wahrscheinlich. Also ich meine jetzt nicht Norwegen oder Schweden oder was auch immer. Ich meine so Entwicklungsländer. Wenn man es mit denen vergleicht, ist es wirklich angenehm. Was ich überhaupt nicht kann. Oh, verbringt ihr die Abende gemeinsam? Ja. Also man ist hier selten alleine. Du klingst so ein bisschen so, als würdest du das voll genießen. Du sagst es so sehr positiv. Ja, das klingt wirklich so. Alleine. Wie ist das für dich? Also sie muss 23 Stunden auf ihrem Zimmer sein und darf eine Stunde hier in diesem Bereich oder darf sie diese eine Stunde auf den Hof draußen? Wenn sie wirklich die ganze Zeit hier raus dürfte, in diesen Freizeitraum und was auch immer, das wäre wirklich komplett Luxus, aber ist glaube ich nicht so. 23 Stunden in der Zelle ist schon hart wieder. So einem Fernseher, du hast vielleicht 2 Bücher oder sowas. Also cool ist es nicht. Ich meine nur im Vergleich ist es angenehmer als in vielen anderen Ländern wahrscheinlich. Also ich glaube, dass man in Haft die positiven Dinge nicht vergessen sollte. Mhm. Natürlich ist es alles irgendwie kacke und sehr beschränkt, aber auch hier haben wir ja unser Leben und auch das ist
in Phasen glücklich und wir lachen und haben Spaß und wir sitzen auch nicht nur in der Ecke und gucken eine Wand an, tatsächlich. Okay. Also wir führen hier auch ein richtiges Leben und das ist auch ganz schön, ja. Es ist schön, dass du das so siehst. Ich habe auch das Gefühl, du bist sowieso so positiv und damit habe ich gar nicht gerechnet. Wenn man das alles mal für sich angenommen hat und dann auch irgendwie versucht, was daraus zu machen, dann fängt man auch wirklich an, hier zu leben nach einer gewissen Zeit, ja. Ein Vorzug von A ist tatsächlich, okay, wir haben eine eigene Dusche. Die anderen müssen immer alle zusammen so duschen gehen. Kann die Tür hier dann abgeriegelt werden, dass hier niemand reinkommt oder so? Also wir haben quasi so Bänder an den Türen. Mhm. Und dann macht man einfach so. Und dann macht man das hier fest. Also Band rein heißt immer, es kommt einfach keiner rein. Okay. Und das haben wir auch jeder in unserer Zelle. Und wenn das Band drin ist, dann ist es auch so ein Zeichen. Lass mich in Ruhe. Okay. Genau. Ist das hier dann so der Raum, an dem man abends gemeinsam sitzt auch, und isst, ja, und so? Genau, also entweder im A-Raum oder hier halt. Hier ist nochmal, hier passen halt alle hin. Ja. Ja, besonders gemütlich ist das nicht, ne? Für Haft schon, tatsächlich. Ja. Also für Haft ist das schon okay hier. Ja, für die Verhältnisse schon. Da sind Blumen noch drin. Es sieht irgendwie einladend aus, das alles. Also auf so geschlossenen Abteilungen hat man sowas nicht, ne? Das hat man wirklich nur hier. Ah, das ist nochmal so ein separater Bereich. Ich dachte, da waren die schweren Verbrecher in dem Bereich, den sie gemeint hat, dieser A-Bereich. Habe ich wohl was durcheinander gebracht. Einmal kurz hier hin, dann. Aber hier können alle mithören. Ja. Ah, okay. Ja, wenn es einen besseren Raum gibt, dann können wir auch in den gehen. Einen Aufenthaltsraum. Dann gehen wir doch da. Können wir auch die Tür ein bisschen ranziehen. Okay. Ja. Ja. Was ist denn so die Beziehung, die sie zueinander haben? Das ist echt sehr gemütlich irgendwie. Aber unerwartet. Viel zusammen erlebt. Wir wissen ja nun zwangsläufig auch viel über unsere Insassen. Ja. Müssen wir auch wissen. Wir lesen die Post, ne? Wir kriegen die Telefonate mit. Wir kriegen auch mit, wenn jemand schlecht drauf ist. Wir kriegen mit, wenn die arbeitet seit 30 Jahren da, richtiges Urgestein. Wir kriegen Warum? Es klingt irgendwie so beleidigend, wenn ich einen Menschen Urgestein nenne. Vor allem eine Frau. Mein Mann ist noch okay, aber wenn du zu einer Frau sagst, du bist ein richtiges Urgestein, das wirkt so rustikal irgendwie. Ich glaube, keine Frau will so genannt werden. Alles mit. Sorry. Ich habe gedacht, dass es ganz, 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 ganz starke Hierarchien hier gibt, dass man wirklich auch sehr rough ist, dass man sehr hart ist mit den Inhaftierten hier. Nein. Nein? Das ist wirklich so ein Abteilungsding. Würden Sie sagen, das ist der Regelfall, dass die Leute gut draußen wieder ankommen? Der Regelfall ist es nicht. Also ich würde sagen, auf dieser Abteilung hier ist der Prozentsatz ziemlich hoch. Auf anderen Abteilungen, wo dann halt auch viel mit Drogenabhängigen gearbeitet werden muss und auch psychisch auffälligen Leuten, da ist dann der Prozentsatz natürlich dementsprechend gering. 80% Rückfallquote. Oh, das ist hoch. Mhm. Ja, heftig. Krass. Oder zumindest Rückfallquote, ein Leben auf der Straße, wo es halt vorher auch schon stattgefunden hat, wo man einfach nichts machen kann. Man ist dann hilflos. Umso schöner ist es dann auf dieser Abteilung, wo dann so ein ausgesuchter kleiner Kreis ist. Das sind alles meistens Leute, die eine Familie im Rücken haben. Das läuft dann. Diese Quote, warum ist diese Zahl so hoch? Klingt irgendwie nach einem voll angenehmen Job, der Job von der Justizbeamtin dort. Du hast nicht so anstrengende Insassen, kannst miteinander auch reden und du bist nicht gezwungen, irgendwie so distanziert zu den Insassen zu sein und hart. Also ich glaube, Sucht spielt da eine Riesenrolle, eine riesengroße Rolle. Dann darf man auch mal nicht vergessen, ein hochgradiger Betrüger, der draußen auf großem Fuß gelebt hat, auf richtig, richtig großem Fuß, den sollen wir jetzt hier resozialisieren und sollen dem sagen, so, und wenn du dann hier rauskommst, dann gehst du erstmal zum Arbeitsamt, beantragst Hartz IV und lebst dann davon. Das ist so ein Ding, das wird wahrscheinlich nicht gehen. Möchte ich jetzt für mich einfach, der wird wieder versuchen, irgendwo eine Geldquelle aufzutun, wo er auch den passenden Lebensstil wieder... Ja, man geht halt ungern runter von seinem Lebensstandard. Was soll man machen? Da hat sie schon recht. Du bist ja auch für Betrug hier. Ja gut, sie hat ja recht irgendwo, ne? Also Betrug ist halt sehr, sehr einfach. Das ist einfach Fakt. Es ist einfach, aber so zu machen, dass du nicht auffliegst, ist schwer. Und ich weiß jetzt nicht, wie sie es gemacht hat, aber was sie da gemacht hat, klingt irgendwie nicht sehr ausgeklügelt, oder? Okay, die bestellen bei mir, ich stelle es bei mehr so rein und die manchen verschicke ich es einfach nicht. Es ist doch so einfach, dabei aufzufliegen. Es klingt für mich eher nach einer Sucht bei ihr. Ich bin süchtig danach, Leute zu betrügen und Geld zu machen, aber so wirklich durchdacht klingt es nicht. Und man braucht schon gute Strategien, um da nicht wieder reinzurutschen. Das glaube ich schon. Also die Gefahr ist definitiv hoch, ja. Bei dir auch? Ja. Ja.
Wir stellen uns ja in dieser Reihe die Frage, was macht Haft mit Menschen? Vor allem die Frage, macht es sie krimineller? Wie würden Sie das einschätzen? Krimineller, nein. Die Frage ist dann, die sich während der Haft stellt, möchte ich draußen mein Leben so weiterführen wie bisher? Ist mir das alles scheißegal, was jetzt hier ist? Oder möchte ich mein Leben ändern? Gab es Momente irgendwie, wo es schwierig wurde für dich, ja, wo Dinge draußen passiert sind, die dich hier drinnen, ja? Ja, also vor einem halben Jahr ist meine Oma gestorben und die hat mich großgezogen und das war, ja, das war hart. Wie hast du das erfahren? Also ich habe irgendwie gemerkt, dass was nicht stimmt und habe die Oma oft nicht erreicht und dann bin ich zu unserer Sozialarbeiterin gegangen und hat gesagt, so, ja, ich habe mit deinem Papa geredet, so und so, die Oma ist krank und dann war irgendwann klar, so, okay, es ist Krebs. Und wir reden von einer ganz kurzen Zeitspanne. Und dann waren wir eigentlich so dabei, das zu organisieren, dass ich noch mal zur Oma darf. Okay, das war ein Plan. Ja, also eine Ausführung zu machen. Ist sie vorher gestorben? Das geht. Mit zwei Beamten geht das. Dann war donnerstags, ich weiß das, als wäre es gestern gewesen. Und dann ist es gerade durchgegangen, es wurde gesagt, okay, wir machen das. Und da war sie schon im Hospiz, wir fahren ins Hospiz, wir fahren am Montag. Jetzt rufen wir erstmal zu Hause an und besprechen das alles. Ja, und dann haben wir meinen Papa angerufen und dann ist Oma genau in der Nacht gestorben. Ja. In der Nacht auf Donnerstag? Ja, genau. Das muss ganz schön krass sein, wenn du, wenn du sie nicht nochmal... Sie ist auch so ein Mensch, der irgendwie alles mit Lächeln überspielt, ne? Also jetzt eigentlich müsste sie ja traurig sein oder zumindest so ein bisschen, ja, die Mimik müsste dazu passen, aber nein, sie lächelt die ganze Zeit. Jetzt weiß ich nicht mehr, ob man ihr das Lächeln abkaufen kann, die ganze Zeit. Es wirkt wirklich so mittlerweile, als würde sie so ihre echten Emotionen so überspielen. Sehen konntest, wann hast du sie das letzte Mal gesehen? Am Tag meiner Inhaftierung, ja. Also vor 3 Jahren? Ja, vor 3, ja. Oder damals vor 2,5 Jahren. Ja. Wir sind dann ein bisschen später zum Grab gefahren und ein paar Stunden nach Hause gefahren. Ein Grabbesteck habe ich hier zusammen mit einer Gesprächstherapeutin gemacht und so. Ich habe riesen Unterstützung gekriegt, aber es war schon sehr, sehr hilflos auch einfach. Ja, das glaube ich. Und das macht man auch nicht wieder gut. Man macht nicht gut, dass man damals nicht da war. Egal was passiert, das macht man nicht wieder gut. Und ich weiß auch gar nicht so richtig, was ich sagen soll, weil das ist so... Da kann ich auch niemandem die Schuld für geben, weil es gibt genau einen Grund, warum ich nicht da war und der bin ich. Es ist kein anderer. Ja. Hast du dich dann noch isolierter gefühlt als vorher? Ja, also die Lücke schließt niemand. Die wird auch niemals geschlossen, das ist klar. Das ist auch bis heute noch nicht wieder gut. Das muss man ganz klar sagen. Deine Familie ist nicht im Umkreis. Wie oft kriegst du so Besuch? Also es kommt ganz drauf an. Sonst kommt mein Papa schon alle 2-3 Monate. Mhm. Das macht er schon. Wie viel Zeit habt ihr dann miteinander? Eine Dreiviertelstunde, ja. Oh, krass eigentlich, ne? Alle 2-3 Monate ist echt nicht viel. Aber wir telefonieren auch viel, muss man dazu jetzt auch sagen, ne? Also mein Papa wohnt sehr weit weg. Ich sehe ihn auch nur sehr, sehr selten. Aber dann sehe ich ihn nicht für eine Dreiviertelstunde, wenn ich ihn sehe, sondern dann sehe ich ihn mehrere Tage am Stück. Das ist schon... Was macht diese Isolation mit dir? Ist das irgendwie förderlich dafür, darüber nachzudenken, was man getan hat? Oder würdest du sagen, ist es eher... hinderlich? Also ich glaube, mir hat es in der Hinsicht so ganz viel gebracht, dass ich einfach erstmal nichts mehr darstellen musste. Sondern es war irgendwie klar, dass ich Mist gemacht habe. Hier brauche ich auch keinem was vorzumachen, weil das funktioniert einfach nicht. Das hat, glaube ich, da hat das schon sehr geholfen. Und man setzt sich natürlich extrem mit sich selber auseinander. Ja, keine Wahl, ne? Was willst du machen? 23 Stunden in der Zelle, vor allem ohne Fernseher auch noch am Anfang. Was ein Fernseher alles ausmacht, ne? Wenn du einen Fernseher hast, du kannst wirklich den ganzen Tag in deiner Zelle verbringen, ohne nachzudenken, glaube ich. Halt es einfach zwischen den Sendern rum und es gibt keine freie Minute, wo du mal wirklich nicht abgelenkt bist, sozusagen. Also wenn du abgelenkt sein willst, findest du einen Weg. Wenn Fernseher weg ist, wenn Radio weg ist, wenn es kein Handy gibt, dann wird es schon kritisch. Lesen kannst du natürlich, aber 23 Stunden lesen ist dann wieder sehr anstrengend. Und es ist vielleicht sogar einfacher, über sich selbst nachzudenken. Da kommst du irgendwann an den Punkt, wo du gar nicht mehr drum herum kommst. Hier in deinen Raum eingeschlossen. Um 21 Uhr gehen die Türen zu und dann gehen die morgen früh um 6 wieder auf. Dann sehen wir uns morgen früh, weil wir morgen bei deiner Ausbildung dabei sind, wo ich super gespannt bin, weil das natürlich ein riesengroßer Teil ist beim Thema Resozialisierung. Ich bin sehr gespannt, was du mir da morgen zeigen wirst und wie das so ist, im Gefängnis eine Ausbildung zu machen. Ja. Ihr fragt euch vielleicht, warum wir ausgerechnet in dieser Abteilung und mit Franzi gedreht haben. Wir wollten euch in einer Reihe über Haftstrafen natürlich einen Einblick in eine JVA geben.
Das war aber nicht so einfach. Wir haben in allen Bundesländern Gefängnisse angefragt und manche Bundesländer vergeben gar keine Drehgenehmigung und andere Gefängnisse haben gesagt, sie hätten niemanden, der mit uns sprechen würde. Wenn ich jetzt Gefängnisleiter wäre, ich würde auch keinen Nutzen von dieser Reportage hier sehen. Was hast du davon? Hier in diesem Fall, okay, also du bist ja auch kein Unternehmen, das irgendwie auf Profit aus ist, heißt, du kannst keinen positiven Nutzen dadurch haben, wenn dein Image gut ist, glaube ich. Du kannst nur verlieren, indem irgendwas mal nicht stimmt. Vielleicht hast du auf irgendwas nicht geachtet, die Häftlinge reden das Gefängnis schlecht oder man sieht Zustände, die man nicht sehen sollte. Also Respekt an die Gefängnisse, die das eben zulassen. Und dann kam diese eine Zusage. Und die wissen wir deshalb umso mehr zu schätzen. Aber ihr werdet in dieser Reihe noch sehen, dass nicht alle Leute so positiv auf ihre Zeit im Gefängnis schauen wie Franzi. Dennis zum Beispiel hat noch mal echt andere Erfahrungen gemacht. Wenn ihr seine Geschichte nicht verpassen wollt, dann klickt mal hier unten auf Abonnieren. Franzi hat mir aber auch am nächsten Tag erzählt, dass das Gefängnis für sie nicht nur eine Chance ist, sondern dass ihr auch Dinge genommen werden, die sie nie wieder zurückbekommt. Morgen! Du bist doch im Stress gerade. Ja, sie macht eine Kochausbildung, das ist cool. Geschnetzeltes mit Reis. Okay. Geschnetzeltes Züricher Art. Ja. Und du bist so diejenige, die die Hauptköchin ist sozusagen? Momentan ja. Mhm. Einfach so, um für die Prüfung zu üben. Gut, wie kam das überhaupt dazu, dass du gesagt hast, du willst diese Ausbildung machen? Ich war ja in einer anderen Haftanstalt und hatte da eine relativ lange Strafe und habe mir überlegt, was mache ich damit? Mhm. Und dann habe ich mich informiert und da gibt es so ganz viele Möglichkeiten. In Köln kann man Friseur machen, hier kann man Koch machen. Und dann habe ich überlegt, was für mich das Beste wäre. Gibt es irgendwas, wobei ich dir helfen kann heute fürs Mittagessen? Ein Champignon schneiden. Sehr gerne. Aber da müssen wir was mit den Haaren machen, wenn es okay ist. Ich gebe dir eine Kappe oder so. Sehr gerne. Sehe ich gut aus? Das reicht aus. Wie ist denn das eigentlich im Generellen, wenn du hier dich mit anderen Leuten austauschst, die vielleicht ähnliche Dinge gemacht haben vorher wie du? Mhm. Kommt man da manchmal irgendwie in Versuchung oder sowas? Hast du manchmal das Gefühl? Nein. Das mit der Kappe wirkt halt wie so ein unnötiger Versuch, halt irgendwie Haare im Essen zu verhindern, aber komplett ineffektiv, oder nicht? Ja, überall ist doch frei, meist nicht. Aber Schadensbegrenzung vielleicht. Trotzdem, also es ist natürlich auch eine Straftat, die in Haft sehr unmöglich ist, nochmal irgendwie durchzuführen. Mhm. Weil wir halt einfach keinen Computer und einfach gar nichts haben. Man vergleicht sich schon mal und man denkt schon mal, krass, du warst schlauer als ich. Mhm. Aber vom Prinzip her... Hast du, seitdem du hier bist, noch mal gedacht, ich könnte das, wenn ich draußen bin, so und so besser machen? Nein, ich glaube, der Schock war auch einfach zu groß, ne? Du hast gestern erzählt, in der Küche bei euch, da gibt es keine richtigen Messer. Hier sind jetzt schon richtige Messer. Ja, hier sind Messer und die werden halt bei Feierabend immer alle gezählt, ne? Okay. Mhm. Das ist... Das heißt, praktisch jemand, der jetzt nicht für Betrug hier drin sitzt, sondern für Mord, vielleicht für einen Messangriff oder so, der könnte auch hier arbeiten. Ja. Oh, pass auf, was du sagst. Verdammt, sie hat schon geantwortet. Jetzt wird das Gefängnis direkt in Frage gestellt wegen dieser Aktion. Wie rechtfertigen die sich jetzt? Ist das für dich, so wenig Kontakt zu Leuten außerhalb von den 14 Leuten auf deiner Station zu haben? Es war schon voll komisch, als ihr gekommen seid. Ich meine, das ist ja schon auch krass, wenn man so wenig Kontakt hat, so lange ohne irgendwelche körperliche Nähe, ohne Liebe, Zuneigung oder sowas zu leben. Ich muss zugeben, also tatsächlich gerade bin ich sehr froh darüber, dass ich mich damit nicht auch noch beschäftigen muss. Es klingt immer alles so positiv, was du erzählst. Auch gestern. Ich habe das Gefühl, du erzählst immer so, ja, diese Beziehung, Liebe, Partnerschaft und sowas, das ist ja nochmal kompletter Kopfschmerz. Ich kann mir vorstellen, dass sie da froh ist, nichts damit zu tun zu haben. Das haben wahrscheinlich viele. Um eine gute Partnerschaft zu finden, wo alles passt, wo man sich gegenseitig vertraut und wo man mehr gute Zeiten als schlechte Zeiten hat, ist wirklich sehr schwer, muss man sagen. Ja, auch man gewöhnt sich halt dran und so. Aber wenn ich mir überlege, was ich an einem Samstag mache, dass ich an den See fahre, ne? Ich schnapp mir mein Auto und leg mich in die Sonne, höre Musik. Warum tust du ihr das gerade an? Lass sie doch glücklich sein. Musst du jetzt es unter die Nase reiben, was du machst? Geh mit Freunden abends in eine Bar und so. Das hast du ja alles nicht. Nee. Fehlt dir das? Das sind Sachen, die fehlen unfassbar und das kann man auch nicht schönreden. Würdest du sagen, dass deine Ausbildung jetzt hier dir dabei hilft, nicht wieder straffällig zu werden? Glaube ich schon. Was müsste denn passieren, damit du wieder in die Versuchung kommen würdest? Ich glaube, wenn ich meine eigene Struktur wieder verliere, ich glaube, das könnte gefährlich werden. Ja. Ist es gut, dass einem so viel Struktur abgenommen wird, dass du selber gar nicht so viel entscheiden musst? Nein?
Also ich fände so grundlegende Dinge, wie dass wir unsere Wäsche selber waschen, schon gar nicht verkehrt. Dann sitzt man eines Tages wieder in seiner Wohnung und muss sich ja auch irgendwie um seinen Kram kümmern. Und ja, kriegst schon hin. Diese Gefahr ist, glaube ich, auch groß, dass einem das ganz schnell wieder über den Kopf wächst, weil... Im Endeffekt, als du noch bei den Eltern gewohnt hast, da hast du auch nicht viel im Haushalt gemacht wahrscheinlich. Oder nicht so viel, wie wenn du alleine wohnst. Du bist ja auch irgendwann ausgezogen, hast dann auf einmal alles alleine gemacht. Und das kriegt man ja hin. Selbst wenn man es jahrelang nicht gemacht hat. Man hat einfach eine gewisse Zeit nicht mal die Tür selber aufgemacht. Was muss, das muss. Und dann muss man das alles wieder selber machen. Das wird schon merkwürdig, glaube ich, ja. Ich habe auch schon Leute gehört, die gegangen sind und gesagt haben, boah, eigentlich will ich gar nicht gehen. Und dann werden sie wieder straffällig und kommen wieder hierher, weil es hier einfacher ist. Für viele ist das hier auch ein guter Zustand, ne? Die haben ein Dach über dem Kopf, die haben irgendwie ihr warmes Essen und sowas. Was haben die draußen? Stimmt schon, ja. Ja. Das gibt's auch ganz oft. So. Müsste ich auch mal ausprobieren, um zu gucken, ob das besser ist. Gibt's überhaupt die Möglichkeit, so Kontakt zu anderen Leuten zu haben? Also es gibt tatsächlich auch eine Knastzeitung, wo extra so Kontaktanzeigen geschaltet werden. Ach nein, süß. Da habe ich jetzt nicht so Erfahrungen mit. Boah, das ist auch krass, ne? Wenn du jetzt 3 Jahre schon nicht hast und dann die nächsten 3 Jahre ja auch nicht. Ja. Genau. Du wirst wissen, was ich meine. Du hast ungefähr mein Alter. Es ist ja genauso diese Zeit so, okay, ich baue mein Haus, kriege meine Kinder und heirate und keine Ahnung. Und da hat man natürlich schon so, als Frau denkt man so, okay, läuft mir die Zeit weg? Vielleicht verpasse ich das alles. Das, ja. Wie lange sitzt sie denn jetzt noch? Also sie war 1,5 Jahre irgendwo in einem anderen Gefängnis. Insgesamt 6,5 Jahre muss sie sitzen. Heißt, sie hat mindestens noch 5 Jahre, aber wahrscheinlich deutlich weniger. So ein gewisses Bild im Kopf, wenn man an Gefängnisessen denkt, ne? Aus so Serien und auch so Filmen. Und das hat nichts damit zu tun mit dem Bild, was ich im Kopf habe auf jeden Fall. Und man kriegt nicht nur eine graue Pampe auf den Teller. Nein. Und wir kriegen auch mal, keine Ahnung, Brötchen. Und wir kriegen auch mal ein Stück Kuchen oder was weiß ich. Hätte es für dich irgendeine Alternative zur Bestrafung gegeben? Also klar wäre ich lieber draußen geblieben. Und ich glaube, ich hätte alles andere genommen. In Amerika gibt es Fußfesseln und keine Ahnung was alles. Aber vielleicht habe ich es auch gebraucht. Ich kann zumindest für mich sagen, meine Strafe war nicht ungerecht. Fertig. Sagen wir es mal so. Echt? Auch die Höhe? So beeindruckt davon. Das ist wirklich total toll zu hören, was für eine Einstellung du hast. Da kann man, glaube ich, auch, wenn man nicht im Gefängnis ist, viel von lernen. Ich glaube, das hat mir aber das Gefängnis beigebracht. Darf ich jetzt zum Abschluss noch einmal probieren, was wir hier gezaubert haben, aber vor allem du gezaubert hast? Also sie hat sehr viel Werbung fürs Gefängnis gemacht, also das wirklich sehr gut sein soll, die Maßnahmen und so, die man trifft bei uns im Gerichtssystem. Aber es ist natürlich eine Typsache. Andere Menschen hätten das nicht aus dieser Situation gelernt. Andere Menschen wären vielleicht verbittert geworden oder hätten sich in eine ganz andere Richtung entwickelt. Ich glaube, sie ist halt einfach irgendwo ein positiver Mensch wahrscheinlich, tief in sich. Es riecht auf jeden Fall sehr gut. Ich wünschte, es würde Video mit Geruch geben. Ich wünschte, ihr könntet das jetzt riechen. Ganz, ganz bisschen zu salzig vielleicht. Ja. Aber ansonsten finde ich es sehr gut. Da stellt sie die Köchin vor der Kamera bloß. Sag doch einfach, es schmeckt gut. Was soll sich jetzt an dem Salzigen ändern? Kann man das rückgängig machen? Nein. Man muss doch nicht immer ehrlich sein. Für unsere Reihe macht Knast. So. Ich will nicht zu viel urteilen. Trotzdem den Umständen entsprechend eigentlich relativ angenehm. Also dafür, dass es verurteilte Straftäter sind, ja, sind die Umstände in Ordnung. Ist jetzt aber auch nicht so, dass ich sage, ja, die brauchen härtere Umstände, die dürfen keinen Spaß haben, die dürfen kein Sozialleben da drin haben und so. Ist auch nicht so. Also ich fände härtere Umstände, vor allem für die Frau, die jetzt gezeigt wurde, fände ich voll unangebracht. Die hätte schon ihre Freiheit verloren deswegen und für die lange Zeit auch noch. Die Staubsaugerbetrügerin. Ja, interessant. Ich habe aber mal Dokus gesehen zu amerikanischen Gefängnissen, zu amerikanischen Frauengefängnissen, die waren nochmal deutlich schlimmer. Also die sind auch nicht ohne. Es ist nicht so, dass es überall so harmonisch ist wie hier. Naja, Leute, bleibt fern vom Gefängnis, außer ihr geht als Besucher hin oder sowas. Und haltet euch auch fern vom absoluten Halteverbot zum Beispiel, wenn ihr in einem Auto sitzt. Haltet euch generell von irgendwelchen Sachen fern, okay? Gut, ciao, ciao.